Hallo ihr Lieben, heute mal eine ganz andere Kulisse im Hintergrund und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, geht es heute mal wieder um das Thema Bücher, denn ich habe zwei ganz besondere Bücher entdeckt, die einfach mich durch ihre unfassbar wunderschöne Aufmachung begeistert haben und da dachte ich mir, ich stelle die euch mal vor. Und zwar ist es zum einen das Buch zu Die Schöne und das Biest. Und das zweite Exemplar, was ich euch vorstellen möchte, ist das Buch zu Peter Pan. Ja, als allererstes möchte ich ein großes Achtung vorweg schieben, denn diese Bücher sind keine Disney-Version-Bücher. Also das heißt, es ist nicht, sind nicht die Geschichten von Disney, die wir vielleicht als die Trickfilm-Varianten kennen und dass sie dann nochmal als Buch erschienen sind, so ist es nicht. Nein, es handelt sich hier beides mal um die Originalversionen, also einmal um die Originalgeschichte Die Schöne und das Biest von 1740 und dann nochmal um die Originalgeschichte Peter Pan, die von James M. Barrie damals erfunden wurde und die eigentlich erst als Theaterstück aufgeführt wurde und dann als Buch geschrieben wurde. Deswegen könnte es also sein, dass inhaltlich diese Bücher manche abschrecken, weil sie einfach die Disney-Filme gewöhnt sind und vielleicht einige Situationen oder einige Ausgänge von Geschichten nicht so kennen. Deswegen einfach nur die Vorwarnung, das sind die Originalgeschichten und darum soll es auch heute gehen. Kommen wir nun aber erstmal zu den allgemeinen Fakten. Diese beiden Bücher sind wunderbar aufbereitet worden von dem berühmten, preisgekrönten Grafikatelier Mina Lima, welches auch, und jetzt Achtung, Achtung, für den visuellen Stil in den Harry Potter Filmen zuständig war. Das fand ich auch ganz interessant, das rauszufinden. Und ich schreibe euch einfach mal den Link in die Infobox unten und dann könnt ihr dort auf deren Seite noch ein bisschen weiter stöbern. Und jetzt schauen wir mal in die Bücher rein. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch als erstes mal in Die Schöne und das Biest hinein. Wir können hier wirklich schon gleich in der ersten Seite erkennen, dass wir uns auf wunderschöne Bilder in diesem Buch gefasst machen können. Es gibt kunstvolle Illustrationen, wie zum Beispiel hier gleich am Anfang die einzelne Rose. Auch die Kapitel sind wunderschön aufbearbeitet und sehen aus wie in einem alten Märchenbuch, wie man das so aus Filmen kennt, wenn eine alte Großmutter ihren Kindern was vorliest. Und das ganz Besondere an diesen Büchern sind eben diese interaktiven Extras, die man hier hat. Wir können uns zum Beispiel hier eine richtige Landkarte anschauen, mit der Lage der großen Stadt zum Beispiel. Und so ist man richtig in der Geschichte drin. Und wenn hier was beschrieben wird in dem Text, kann man sich genau anschauen, wo das jetzt stattfindet. Also zu diesen interaktiven Extras zählen, wie gesagt, solche Karten. Wir haben aber auch Pop-ups, die man rausziehen kann. Wie zum Beispiel hier die Tür zum Schloss des Biestes. Und wir haben aber hier auch solche Drehscheiben, wie zum Beispiel hier die nicht enden wollenden Schätze der Schönen, wo es zum Beispiel ein lilanes Kleid zu dem lilanen Edelstein gibt. Und das ist natürlich total genial gemacht hier. Und wie ich auch schon sagte, sind hier einfach auch die Schriftarten und die Zeichnung zwischendurch wunderschön gestaltet und gezeichnet. Die Karten sehen auch richtig altmodisch aus, sind hier richtig auf braunem Papier, als hätte das Papier Flecken gezeichnet. Und wenn man es dann aufklappt, ist eine wunderschöne Zeichnung wieder zu sehen. Also es ist total auch ganz detailliert verarbeitet. Und dann haben wir ganz am Schluss nochmal ein Drehrad für die irdische Welt. Es sieht wunderschön aus. So, das war Die Schöne und das Biest und jetzt schauen wir uns noch das Buch zu Peter Pan an. Ja, auch hier sehen wir gleich in der Einleitung, dass es eine wunderschöne Aufmachung hat. Wir sehen das Niemalsland ganz weit weg, schon als Insel. Dann geht es weiter mit dem Inhaltsverzeichnis, was auch sehr niedlich gestaltet ist. Denn immer zwischen den Kapiteln und den Zahlen sieht man hier verschiedene Zeichnungen, wie zum Beispiel den Haken von Captain Hook.
oder auch den Pfeil von sicherlich von den Indianern, von Tiger Lily und die verschiedenen Gegenstände, die immer dazu passen. Was hier auch besonders ist, sind, dass auch kleine Briefchen mit dabei sind, wie zum Beispiel hier das Krankenblatt, was ihr hier sehen könnt, was auch einen wichtigen Beweggrund in der Geschichte mit hat. Auch hier ganz besonders, was auch noch schön zu sehen ist, ist der Schatten von Peter, den man hier aufklappen kann. Richtig niedlich gemacht. Er versteckt sich hier im Blattwerk. Hier ist noch eine besondere Drehscheibe, das ist nämlich die Krokodilsuhr. Die Croc-O-Clock. Total niedlich gemacht. Ganz besonders wunderschön ist eine Karte, die wieder hier mit in das Buch eingearbeitet ist. Hier ist es die Piratenkarte. Die Karte von Skull Rock wird das hier genannt. Und das ist ja das Versteck von Captain Hook. Zumindest in dem Disney-Film kenne ich mich jetzt aus, da ich das Buch jetzt noch nicht komplett durchgelesen habe. Da ist es ja so, dass es Captain Hooks Versteck ist, in dem er Tiger Lily gefangen hält. Was hier auch noch eine Besonderheit ist, sind die gelegentlichen Zeitungsausschnitte, die hier versteckt sind in dem Buch. Hier geht es zum Beispiel darum, dass dass hier wahrscheinlich Nana den ganzen Abend laut gebellt hat und da ist halt die Headline dazu, nächtliche Aufregung, Bellen erregt, Verdacht. Und dann stehen hier die verschiedenen Artikel darunter. Das ist total cool und sehr authentisch auch gemacht, finde ich. Übrigens sind auch alle Informationen, die ich euch schon vorab über die Bücher gegeben habe, immer auf diesen beiden Beilagezetteln auch zu lesen. Die kommen einfach dazu, wenn man diese Bücher bestellt. Das sind so kleine Beschreibungen, was man von den Büchern erwarten kann und um was es da genau geht. Wie ich bereits erwähnt hatte, gibt es auch schon im Englischen The Jungle Book, also das Dschungelbuch. Dieses wird in der deutschen Variante ab dem Juli 2017 auch erhältlich sein. Ich bin gespannt. Wenn es rauskommt, ich freue mich und werde mir das auch bestellen, weil es sieht schon im Englischen auch sehr toll aus, schon die Aufmachung. Und ja, wird ja im Deutschen dann ähnlich sein. Darauf freue ich mich schon sehr und werde es mir dann auch holen. Ja, und nun noch mein abschließendes Fazit zu den zwei Büchern. Wie gesagt, ich bin begeistert von der wunderbaren Aufmachung dieser zwei Bücher. Diese wunderbaren Pop-ups, die man da drin findet, die toll gestalteten Landkarten, auch die Drehscheiben, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann, sind wunderbar. Auch ja, wenn man sich sicherlich erstmal an die Geschichte gewöhnen muss, wenn man so von Disney-Trickfilmen verwöhnt ist und eigentlich denkt, hä, war das nicht anders, war das da nicht anders erzählt? Kann man das hier verkraften, denn die Bücher sind wirklich sehr, sehr schön. Auch die Aufmachung von der Schrift, wie ich auch schon erwähnt habe, ist wie in einem alten Märchenbuch und das macht es so toll zu lesen. Und seien wir mal ehrlich, Disney hat es eigentlich ja auch nur von den Originalen genommen. Und wenn man wirklich die echte Geschichte mal hören will von Peter Pan oder Die Schöne und das Biest, dann sollte das natürlich nicht mit fehlen. Und das finde ich genau richtig so. Und deswegen interessiere ich mich auch dafür, wie ist es denn eigentlich so gedacht gewesen vom Originalautor. Daher denke ich, dass das eigentlich schon in Ordnung ist so und man jetzt nicht immer nur Disney erwarten muss. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, wir singen!